Sabrina ein und frage Sabrina, was hast du zuletzt mit deiner Klasse gemacht, beziehungsweise kann direkt in der App den letzten Wissensstand der Klasse nachvollziehen und somit mich besser auf meinen Unterricht vorbereiten. Das war also die Grundidee von Swap, und was dazukommen soll, ist quasi eine Art der Vernetzung. Also dadurch, dass wir den Informationsfluss verbessern, haben wir ja schon irgendwo eine Vernetzung zwischen der Orga und dem Schüler. Was ich aber gerne noch möchte, ist quasi, dass man zu Hause sitzt, ich weiß nicht, wie ich meine Hausaufgaben zu lösen habe, und kann ganz einfach mit einem Lehrer oder auch vielleicht mit einem anderen Schüler, der nicht in meiner Schule ist, weil meine Klasse wahrscheinlich dann auch keine Ahnung hat, in Kontakt treten und somit meine Hausaufgaben viel effizienter lösen, sodass im Unterricht wieder ohne irgendwelche langen Besprechungen nahtlos daran angeschlossen werden kann. Das ist so im Prinzip Swap. Irgendwelche Fragen dazu? Nein, gut. Dann fangen wir an. Und zwar, wir machen unsere Crowdfunding-Kampagne auf Startnext. Es gibt ja verschiedenste Anbieter, um eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Wir haben uns für Startnext entschieden, weil es der deutschlandweit größte Crowdfunding-Anbieter ist und die höchste Erfolgsrate hat. Mehr als 50% der Projekte auf Startnext sind tatsächlich auch erfolgreich gefundet worden. Das ist immer, also es gibt ja auch zum Beispiel noch Kickstarter und andere Anbieter. Das ist immer sehr davon abhängig, was für eine Gruppe möchte ich ansprechen. Möchte ich mein Produkt jetzt international, also habe ich ein Produkt, was, keine Ahnung, irgend so ein Lifeguard ist oder so, und ich möchte das international promoten. Oder wie jetzt meine App, die amerikanischen Schulen, also generell die Schulen außerhalb, so meistens sehr viel weiter als wir. Wenn wir mal nach Skandinavien gucken, da würde das Produkt im Moment gar keinen Sinn machen. Deswegen haben wir uns deutschlandweit darauf konzentriert, das erstmal hier ans Laufen zu kriegen. Deshalb Start Next. Genau. Ja, hier sieht man jetzt eine Start Next-Seite aus dem Bearbeitungsmodus, und das erste ist natürlich hier, also das erste, was man sieht, ist dieses große Bild oben, aber womit ich anfangen möchte, ist das Video. Das Video ist mit eines, also ist eigentlich das Wichtigste, um zu erklären, was machst du. Weil ein Video guckt sich jeder an, die Texte liest sich nicht jeder durch. Das heißt, das bleibt hängen. Ich zeige euch jetzt einfach mal mein Video und dann reden wir. Was wäre, wenn vernetztes Lernen möglich ist? Wenn Schüler andere Schüler per App um Hilfe fragen können und das schulübergreifend? Und was ist, wenn ich dir sage, dass das mit deiner Unterstützung schon bald möglich ist? Ich bin Marius, 17 Jahre alt und Gründer des Startups Schönefeld Class. Mit 12 hatte ich meine ersten Projekte wie Websites und Programme. Mit 14 habe ich meine erste App geschrieben, die es dann tatsächlich auch in den App Store geschafft hat. Ich habe es immer gehasst, morgens um 8 in die Schule zu kommen und zu sehen, dass die erste Stunde ausfällt. Der ganze morgendliche Stress für nichts. Ein anderes Problem waren die unvorbereiteten Vertretungsstunden, die sowohl Schüler als auch Lehrer betreffen. Vertretungsaufgaben und Informationen wurden einfach nicht weitergegeben und wir wussten am Ende nicht, was wir tun sollten. Mit Swap werden all diese Probleme gelöst. Stell dir vor, du wachst morgens auf, schaust auf dein Handy und hast sofort alle Informationen zum Schulalltag. Ob Vertretungspläne, Mensa oder AG-Pläne, alles kein Problem für uns. Zudem ist Swap für jede Bildungseinrichtung individualisierbar. Datenschutz und Datensicherheit hat für uns höchste Priorität. So haben wir ein neues Verifizierungsverfahren mittels QR-Code oder Near-Field Communication. Somit kann sichergestellt werden, dass auch wirklich nur die Leute, die dazu berechtigt sind, auf die Daten zugreifen. In Zukunft soll durch Swap jeder Schüler eine Note besser werden, jeder Lehrer an Zufriedenheit im Job gewinnen und jeder Schulleiter seine Schule zum Vorreiter machen. Auch Funktionen wie vernetztes Lernen, heißt, der Schüler tritt mit einem Lehrer in Kontakt. Und das mittels App sind mit deiner Unterstützung machbar. Wenn du mich unterstützt, hilfst du mir, meiner Vision eines besseren Schulsystems einen Schritt näher zu kommen. Ich behaupte, mit meiner App revolutioniere ich das Schulsystem. Investiere heute schon in die Bildung von morgen.
große Worte für so einen kleinen Menschen. warum habe ich das Video als erstes gezeigt? Ich wollte euch ja davon berichten, wie ich mein Crowdfunding jetzt gemeinsam mit dem Nils jetzt am Ende erlebt habe. Und das Video war quasi für mich so der Startschuss. Das heißt, ich habe gesagt, okay, ich möchte ein Crowdfunding machen, bin zu einer Videoagentur gegangen und da habe ich dann angefangen mit dem Crowdfunding-Projekt so richtig. Aus heutiger Sicht würde ich das auf keinen Fall empfehlen, das Video ein halbes Jahr vorher zu machen, so wie ich. Man sollte es wirklich zeitnah vor der Kampagne machen, weil es gibt garantiert irgendwelche Dinge, die passen dann vielleicht nicht mehr mit dem Produkt oder dann kommt dies dazu oder das dazu, das darfst du nicht mehr zeigen und deswegen würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Zum Video an sich wird dann jetzt was sagen. Genau, das Video an sich, da habt ihr gesehen, dass viel Marius zu sehen ist. Also es wird in Menschen investiert auf Startnext, nicht ins Produkt selber, sondern eher in die Person dahinter. Das heißt, es wird Marius vorgestellt, es wird die Idee dahinter vorgestellt, dann wie Marius drauf gekommen ist, also quasi eine emotionale Story, dass er morgens um 8 in die Schule kommt und kein Unterricht war. Genau. Und der Zuschauer soll einfach hinterher sehen, dass, worin er investiert. Genau. Ja, gut. Genau, das ist so, also das erste auf der Startnext-Seite, was so wirklich wichtig ist. Dann haben wir hier die kompletten Projektinformationen, also Finanzierungszeitraum. Das heißt, bis zum 6.10.2016 steht jetzt hier, soll das Projekt gefundet werden. Starttermin ist, wie gesagt, der 15. September. Alle merken. Ja. Genau. Dann der Realisierungszeitraum. Das heißt, ab wann startest du tatsächlich mit dem Projekt? Du musst immer transparent sein. Das ist das Wichtigste beim Crowdfunding, weil du kannst deine Leute, deine Geldgeber nicht reinlegen. Das sind die Leute, die dir diese Idee ermöglichen. Sei transparent. Ich habe jetzt hier geschrieben, ab Herbst 2016 fängt das Ganze an. Natürlich, sobald ich die Mittel dazu habe, damit anzufangen, fange ich sofort an. Und dann haben wir hier die Funding-Schwelle und das Funding-Ziel. Ja, Crowdfunding eignet sich generell eher so für kleinere Summen im Bereich des Business. Das heißt, das, was so eine Crowd noch tragen kann, das kommt immer auf das Produkt drauf an. Ich sage jetzt nicht, dass hier keine Millionen Euro per Crowdfunding finanziert werden können, ist halt nur noch nicht oft vorgekommen. Das heißt, wenn ihr ein Produkt habt, am besten ein Produkt, was du direkt an den Endkunden verkaufen kannst. Das heißt, du machst quasi über das Crowdfunding ein Pre-Sale. Dann hast du sehr viel bessere Chancen, mehr Geld zu sammeln, als wenn du ein Produkt hast, was vielleicht digital ist und nicht direkt an den Kunden rausgeht. Genau. Dann natürlich eine Beschreibung. Das sind halt so, die Texte kann man sich anhören im Vortrag. Beschreibung und tolle Texte. Ist halt nichts Besonderes. Das nächste Interessante sind natürlich für die Leute, die dann tatsächlich unterstützen möchten, die Dankeschöns. Die haben wir hier. So. Was ist jetzt wichtig bei den Dankeschöns? Ihr seht jetzt ein paar von uns. Die Leute möchten sich natürlich auch hier wieder nicht abgezockt vorkommen. Sie möchten irgendetwas, was ungefähr dem Geldwert, den sie euch geben, entspricht. Dankeschöns waren für uns tatsächlich auch ein großes Problem. Wir hatten erstens null Ahnung, was sollen wir erstmal nehmen. Da haben wir uns hingesetzt, haben eine Liste ausgearbeitet und haben dann Werbegeschenke da reingetan. So, jeder kriegt einen Block oder hier kriegst du mal einen Akku für dein Handy. Ich fand das erstmal total toll, weil die Leute kriegen was. Hab dann mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die mir gesagt haben, ey, kannst du nicht machen. Und dann dachte ich mir, okay, stimmt, du zockst die Leute ab, Marius. Das geht natürlich so nicht. Ich dachte einfach, dass das ein bisschen anders läuft. So, und dann bin ich mal in die echte Welt reingekommen. Und wenn ich jetzt spenden würde, würde ich auch irgendwas haben wollen, was ungefähr dem Wert entspricht. Jetzt an unseren Dankeschöns hast du hier halt immer meist, also es ist fast immer ein 5 Euro, 10 Euro Dankeschön, was einfach nur für die Leute ist, die dich mögen, die sagen, okay, dem gebe ich jetzt mal 5 Euro. Das ist bei uns jetzt ein Swap Origami. Wir haben ja den Vogel, habt ihr bestimmt am Anfang gesehen. Das ist der Swappy, unser kleines Maskottchen und den kannst du dann bei uns für 5 Euro holen. Kriegst ein Video von mir, wie ich unglaublich motiviert dieses tolle Origami falte. Wir saßen da 3 Stunden zum Film. Für 15 Euro gibt es eine Chipstüte Einhornkondome. Das ist der nächste Punkt bei Dankeschöns. Such dir Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Was haben wir gemacht? Wir waren auf einer Veranstaltung, haben die Gründer von Einhornkondome gesehen, den Philipp, und haben dann einfach drauf los angesprochen. Einmal hin, so, ich bin nicht der Mensch, der Menschen sofort anspricht. Ich stand da mit meinem Wasserglas. Hey, ungefähr so. Aber er hat mich sofort total nett empfangen und wir haben darüber gesprochen und so arbeiten wir jetzt mit Einhornkondomen zusammen, sodass wir hier für 15 Euro eine Chipstüte Einhornkondome
und hier unten für 50 Euro einen Jahresvorrat an Einhornkondomen anbieten können. Jahresvorrat sind 7 Tüten, a 7 Kondome. Könnt ihr jetzt ausrechnen. Genau. Ja, das ist natürlich auch, die Dankeschöns jetzt hier zum Beispiel die Einhornkondome. Wir arbeiten in unserem Projekt mit eigentlich 3 Zielgruppen. Wir haben Schüler, wir haben Lehrer und wir haben Eltern. Wer wird wohl die Kondome kaufen? Der Schüler. Nein, also, dass man irgendwas findet, was ungefähr die Zielgruppe anspricht. Weil bei unserem Produkt, was jetzt ja erst in den höheren Klassen losgeht als Pre-Sale, heißt, wir müssen irgendwas für die Leute dann finden, die da drunter was spenden möchten. Das sind jetzt zum Beispiel hier die Einhornkondome. Für die Schüler, die sagen, okay, finde ich cool, möchte ich an meiner Schule haben, haben sie einen Gegenwert. Für 15 Euro gibt es auch wieder ein Swap, Origami und einen Namen in den Credits. Das heißt, im Impressum an sich steht dann dein Name als Unterstützer. Und da haben wir uns überlegt, was machen Lehrer? Außer unterrichten. Lehrer trinken viel Kaffee, ist mir aufgefallen. Und dann habe ich von so einer Kaffeerösterei hier in Dortmund gehört, auf Facebook, das neue Schwarz, also neues Schwarz. Und dann hatten wir das einfach so als Idee, sind auch hingegangen, haben erklärt, okay, das und das machen wir, zack, eine Zusammenarbeit ist zustande gekommen. Also seid da auch nicht scheu oder so. Meist ist es ja auch tatsächlich so, geht zu Gründern, die haben nämlich diesen Gründergeist. Und die möchten die anderen natürlich auch dahingehend unterstützen. Das heißt, wir haben jetzt hier für 35 Euro ein Premium-Paket Kaffee von Neues Schwarz mit 3 Paketen von diesem unglaublich leckeren Kaffee. Das geht dann auch wieder um 75 Euro. Haben wir dann eine andere Variante mit Tee noch dazu und mehr Kaffee. Und dann kommt es natürlich zu dem meistgewählten Dankeschön, eigentlich die Pre-Sales. Das heißt, dein Produkt im Vorverkauf. Hier bieten wir für 100 Euro beispielsweise 3 Monate Swap an. Das ist dann für die Schule, die sich denkt, oder der Förderverein, okay, ist cool, möchten wir sofort nach der Crowdfunding-Kampagne, sobald es realisiert wurde, einsetzen, bietet ihr hier euer Produkt an. Es läuft sehr viel besser, wenn ihr ein Produkt habt, was ihr direkt an den Nutzer verkauft. Also wir verkaufen an Schulen. Wir verkaufen nicht an den Schüler. Sehr viel besser würde es laufen, würden wir jetzt Schuhe verkaufen. Dann würden wir direkt an den Kunden verkaufen. Das heißt, hätte ich jetzt irgendeinen bestimmten neuen Geltex-Schuh oder so entwickelt, wäre der bei ungefähr 35 Euro oder so und ich könnte direkt rausverkaufen. Das ist dann das meistgewählte Dankeschön. Was noch interessant ist, ist eine Zahl, und zwar 75 Euro gibt der durchschnittliche Dankeschön-Käufer aus. Genau, das ist das zu den Dankeschöns. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Dankeschöns? Ich wollte es eigentlich nicht so monoton halten, jetzt tue ich es doch. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Dankeschöns noch? Moment. Nein, also ob ich die verschicke oder virtuell, die Dankeschöns wie das Kaffee von dem neuen Schwarz, die Einhornkondome und so, das wird natürlich sofort an die nach Beendigung der Kampagne rausgeschickt. Das heißt, wie bitte? Genau, je nachdem, wie man das regelt. Einhornkondome zum Beispiel sitzt ja jetzt in Berlin, mit denen haben wir es so geregelt, die verschicken für uns das Dankeschön. Den Kaffee beispielsweise verschicken wir selber. Das ist bei der Kalkulation sehr wichtig, dass du da nicht nur die Dankeschöns beachtest, sondern natürlich auch dieser Versand. Ja, Versand und dann 2,90 pro Paket. Da hast du da 100 Unterstützer, oh, 290 Euro. Weniger, was du dann in dein Projekt stecken könntest. Das ist vorab sehr wichtig. Kalkulation, stimmt. Auch da bin ich blauäugig rangegangen. Und im Nachhinein, Kalkulation ist wirklich wichtig. Kalkuliert nicht zu hoch, also nehmt nicht zu viel von den Leuten, also nicht zu viel wollen, sondern eher, dass ihr kalkuliert, dass ihr gut arbeiten könnt und beachtet sowas wie Dankeschöns. Das ist ein riesiger Posten, weil Dankeschöns nicht günstig sind. Dann Versand dabei und halt das, was ihr braucht und macht das dann auch wieder transparent, dass die Crowd sieht, okay, der kauft davon dies und das und das und das und nicht, dass ich am Ende mit einem Porsche rumfahre. Eine Frage. Aber grundsätzlich ist es doch so, wenn du eine Kampagne startest, dass du auch einen Kampagnenbetreuer bekommst, der halt dich dabei unterstützt, oder? Genau, also bei Startnext habe ich einen Kampagnenbetreuer, den kann ich immer anschreiben, wenn ich irgendwelche Fragen zu Startnext habe. Ich habe mit dem auch schon ein bisschen hin und her geschrieben. Es gibt halt verschiedene Phasen bei Startnext. Ihr seht das hier, ne, sieht man nicht, 1, 2 und 3 und 4 und 5, glaube ich. Und wenn ihr Fragen zum Projektaufbau habt, zur Plattform oder so, kannst du den jederzeit anschreiben. Wenn du tatsächlich möchtest, dass er dein Projekt einmal durchgeht und dich darin berät, kannst du bei Startnext eine Beratungsstunde kaufen. Ich meine, das sind 2 Stunden, den Preis kenne ich jetzt nicht auswendig. Also was sie, glaube ich, nicht tun, ist dein Projekt anschauen und dir zu sagen, okay, hier soll, also sie sagen schon, du solltest Verbesserungen machen, aber nicht komplett mit dir das Projekt planen.
ich glaube, montags kann man nach Berlin, wenn du in Berlin bist und es ist montags, dann ist offene Sprechstunde. So okay, ungefähr. Gut. Ich glaube, da gucken die auch mal drüber. Genau, also was jetzt schon war, als ich jetzt den Phasenwechsel beantragt habe, also aus der Entwurfsphase in die Starterphase, wo ich Feedback bekomme, hat er sich natürlich mein komplettes Projekt durchgelesen, hat mir Feedback gegeben zum Video zum einen und was er zum Beispiel an den Bildern noch ändern würde. Also sie sind natürlich auch immer daran orientiert, positive Kampagnen zu haben, weil dadurch verdienen sie ihr Geld. Ob ich Versandkosten berechnet habe? Nee, die Versandkosten, meinst du jetzt, ob die in den Dankeschöns drin sind? Genau, ob die drin sind, ob die extra. Nee, die sind alle in den Dankeschöns drin. Also wird nicht extra berechnet, das die Versandkosten. Jetzt hier zum Beispiel die 5 Euro für das Origami, das ist wird per E-Mail geschickt. Das Origami wird als Faltanleitung geschickt und du faltest das. Okay. Da, wo Versandkosten auftreten, sind ab 15 Euro hier. Die Einhornkondome, dieses Origami wird natürlich auch wieder per E-Mail verschickt. Der Rest wird halt auch verschickt, bis auf die Pre-Sales halt, da komme ich raus. Das kann man ja nicht. Genau. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist das jetzt an? Was mir gerade eingefallen bzw. als Idee gekommen ist, was man machen könnte, ist ja auch zum Beispiel, habt ihr wahrscheinlich schon drüber nachgedacht, du sagtest gerade, wenn man sein eigenes Produkt dann zum Beispiel für eine Zeit lang 1, 2, 3 Monate umsonst dann eben anbietet, man kann es ja auch zum Beispiel machen, dass man dann prozentuellen Rabatt auf seine eigenen Sachen gibt oder was mir noch zusätzlich eingefallen ist, Gutscheine für irgendetwas. Mhm. Ist ja vielleicht auch dann für Partner und so weiter interessant. Genau. Das was geht habt ihr da für Erfahrung? Ja, das geht bei Startnext leider nicht. Also Startnext verbietet es als Dankeschön, Gutscheine anzubieten. Das hatten wir nämlich auch als Idee. Dann habe ich mir nochmal, Startnext hat einen sehr guten Leitfaden, was du alles machen darfst, was du machen kannst und solltest. Und da steht halt drin, dass Gutscheine, beziehungsweise Rabatte weiß ich jetzt gar nicht, ich meine aber auch, nicht als Dankeschön genommen werden dürfen. Genau. Ja, also ob es da einen besonderen Weg gibt, wie andere von diesem Crowdfunding erfahren. Startnext hat natürlich selber eine Facebook-Seite. Da sind die sehr aktiv und teilen, meine ich, auch jedes Projekt, was aktuell drin ist. Ja. Genau. Also das ist mir jetzt, also Twitter natürlich auch, also über die Social-Media-Kanäle verbreiten die dann dein Projekt. Aber sonst ein Weg wäre mir jetzt, also ne, du musst halt deine eigene Community aufbauen, Community, Crowdfunding ist da sehr wichtig, aber sonst hilft die Startnext, meine ich, nur über diese Social-Media-Kanäle. Wie meinst du das? Also wenn du jetzt Leute anschaust, dass du gespendet hast, Also Startnext macht das Ganze halt nur über Facebook. So. Und das tun die einfach, glaube ich, intuitiv daraus, weil wenn ich mein Projekt abschließe, bekommt Startnext ja eine Provision. Das heißt, Provision ist das nächste. Es fällt immer eine Provision an. Entschuldigung, habe ich vergessen. Genau, gut. Das heißt, Startnext bekommt eine Provision. Das heißt, sie sind natürlich daran orientiert, dass dein Projekt auch jetzt erfolgreich wird, weil dadurch bekommen sie diese Provision. Genau. Aus dieser Bewegung heraus. Und natürlich, weil sie dich unterstützen möchten, denke ich mal, macht das Startnext. Ah, genau. Also bei meinem Projekt beispielsweise hier haben wir, da haben wir es, eine Funding-Schwelle und ein Funding-Ziel. Die Funding-Schwelle liegt bei 10.000 Euro. Das heißt, wenn ich jetzt unter 10.000 Euro sammle, ist dieses Projekt in keinem Fall erfolgreich und das Geld wird nicht von den Leuten, die dich unterstützen möchten, eingezogen. Das können auch 999 sein. Also 9.999, ne? Das heißt, dann ist das Projekt gescheitert. Sobald ich über diese Funding-Schwelle komme, ist das Projekt in jedem Falle erfolgreich, weil ich habe meine Schwelle erreicht. Ich kommuniziere das hier auch. Bei der Erreichen der Schwelle gibt es eine andere Version der App als beim Erreichen des Ziels. Und das heißt, ab dem Moment bekomme ich mein Geld, was gespendet wurde, in jedem Fall ausgezahlt. Dann arbeitet man natürlich auf dieses Ziel hin und es geht auch über das Ziel hinaus. Das heißt, man kann jetzt auch anstatt meine 22.600 Euro 70.000 Euro rein theoretisch einsammeln bei Startnext.
Genau, also. Also die Funding-Schwelle, genau, habe ich mir selber überlegt. Im Video wird quasi die App als Endversion gezeigt. So soll es ja werden und ich arbeite mit dem Ziel auf 22.600 Euro hin. Jedoch möchte ich natürlich mein Produkt auch in jedem Falle in die Schulen bringen, um wenigstens den Anstoß hier zu schaffen. Das sind dann die 10.000 Euro, wo die App in einer anderen Version, also in einer kleinsten Version, wo nur Vertretungsinformationen beispielsweise weitergegeben werden, realisiert wird. Und dieses komplette Kommunikation, auch dieses komplette Vernetzungsfeature, erst später, wenn wir dann tatsächlich damit genügend Geld erwirtschaftet haben, dass wir das entwickeln können, dazukommt. Genau. Wie machst du das, wenn ihr zum Beispiel die Funding-Schwelle beim Zeitpunkt, sagen wir mal, 5.000 Euro hast du gesammelt? Das Geld hast du ja bis dahin noch nicht erhalten, habe ich jetzt verstanden. Genau. Bis dahin hast du aber deine Giveaways hast du dann versendet und so weiter. Das heißt, du hast dann in Anführungsstrichen deine Unkosten gehabt und kriegst nichts Ja. dafür. Oder wie läuft das dann? Also die Giveaways werden erst nach Beendigung des Projektes verschickt. Das heißt natürlich, sobald das Projekt auch nicht erfolgreich war, gibt es auch keine Giveaways, es gibt keine Sales. Das heißt, das Projekt ist gescheitert, niemand bekommt irgendetwas. Genau. Und die werden dann erst, nachdem du das Geld bekommen, also kannst selber festlegen, wann du sie versendest nach dem Crowdfunding, aber sie werden erst danach versendet. Genau, also das ist eigentlich auch immer der größte Kostenposten, meine ich, bei der Kostenposten. Also es ist teuer, es ist nicht günstig, aber es ist gut investiertes Geld, weil, wie gesagt, das Video ist der erste Kontakt. Und da sollte man sich tatsächlich auch nach einem guten Video Produzierer, Video, nach einer guten Videoagentur Ausschau halten, dass da nicht irgendwie sowas Windows Movie Maker-likes draufkommt, sondern wirklich etwas, was Lust auf das Produkt macht. Magst du vielleicht sagen, was es gekostet hat? Ungern. Ich sag mal, es bewegt sich im. Jetzt muss ich die Stellen zählen. Ich weiß nicht, über Preise weißt du Bescheid. Ich weiß nicht. Ja, zwischen 1.000 und 10.000 Euro kann man rechnen. Genau, also es ist wirklich. Kommt auf die Drehorte an. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt drei Drehorte draußen haben, plus. Du musst in das Mikro reden. Drei Drehorte draußen haben, plus. Weiß nicht, noch Luftaufnahmen dazu haben, hast du jetzt Luftaufnahmen noch drin gehabt. Dementsprechend ist einfach der Preis hinterher höher oder niedriger. Genau. Ist nicht Also günstig. diese Drehorte sind wichtig. Richtig. Die gering haltet, wird das Video auch Genau, also wenn ihr sagt, wir möchten jetzt nur auf einer Couch sitzen und wir haben vielleicht einen Kaffee und trinken da den Kaffee und zeigen den Kaffee, ist es wahrscheinlich günstiger, als wie wenn ich jetzt da mit einer Drohne über meine Schule fliegen lasse. Ja, der Community-Aufbau. Das ist was sehr Wichtiges. Wir legen Wert zum einen auf unsere Business-Community. Also wir haben sehr viele Leute jetzt in unserem internen Netzwerk kennengelernt. Und zum anderen gilt es halt bei uns, wir haben Schulen, Schüler-SVs zu akquirieren, Elternvereine zu überzeugen und dann da das Produkt anzupreisen. Da habe ich jetzt das Glück, dass ich selber noch Schüler bin, das heißt, ich bin am Schüler dran. Ich war sogar Schülersprecher, ich war auf einer Tagung, wo alle SVs in Dortmund hinkommen. Habe ich erstmal ordentlich Flyer verteilt. Ne? Das heißt, ich habe den Leuten von meinem Projekt erzählt und die haben es in deren Klassen getragen und sind dann wieder auf mich zugekommen, beziehungsweise ich habe denen noch meine E-Mail rausgeschickt. Dann haben wir zum anderen alle Schulen hier in Dortmund angeschrieben, haben eine E-Mail rausgeschickt, haben angerufen und haben uns in der Schule vorgestellt, haben uns bei der SV vorgestellt und bei dem Lehrerrat beispielsweise, haben vom Produkt erzählt, haben von unserer Kampagne erzählt und haben dann so quasi Aufmerksamkeit erzeugt auf dieses Projekt. Das andere ist, was wir jetzt starten werden, ist Sponsored Links auf Facebook. Da nochmal genau die Zielgruppe mit bestimmten Videos anzusprechen. Das heißt, wir haben ein paar Videos gedreht über Datenschutz, was da ja total wichtig ist, über die Nutzung der App für Lehrer, Schüler, Eltern und sowas alles, dass wir da nochmal raus in die weite Welt hier in Deutschland gehen. Facebook ist ein sehr gutes Tool zu, da kann man ja perfekt die Zielgruppe abstimmen. Dass auch wirklich nur Schüler im Alter von bis das sehen. Nee. Also eine Beschränkung gibt es, das ist die Finanzierungsphase. Ich weiß jetzt gar nicht, warum der Editor hier nicht ist, sonst könnte ich nachgucken.
Naja, auf jeden Fall, es gibt die Entwurfphase halt, wo nur du Zugriff auf dein Projekt hast, wo du erstellst, deine Texte schreibst. Das kann unendlich lang dauern, kann auch nie was werden. Und dann gibt es jetzt die Startphase, in der ich gerade bin. Das heißt, ich kann mir Feedback von anderen anholen. Das Projekt ist schon öffentlich, andere können es sehen. Das kann auch unendlich lange dauern. Und dann geht es halt in die Finanzierungsphase, da wo dein Projekt läuft. Da möchte ich jetzt keine Aussage machen. Ich glaube, das Längste, was du da machen kannst, sind 6 Wochen, die du laufen lassen kannst in der Zeit, wo die Leute Geld spenden können. Nicht spenden, sondern ne, Geld für dich geben können. Aber das steht nochmal ganz genau in den Richtlinien von Startnext drin. Es kommt auch wieder darauf an, ob du Startnext, Kickstarter oder eine andere Plattform nimmst, das ist davon abhängig. Sonst noch Fragen? Genau. Wir machen sogar noch 4 Wochen. Also wir machen 4 Wochen. Wovon ist das abhängig? Warum macht man weniger anstatt länger? Oder ist das, Genau, wir können entscheiden, wie lange wir das Projekt laufen lassen. Im Endeffekt ist es meist so, dass eine Crowdfunding-Kampagne, ich habe letztens so eine Linie gesehen bei so einem Foto, ich zeichne sie mal nach. Nein, das ist meist so, am ersten Tag, zweiter Tag so, da ist eigentlich die Schwelle meist erreicht, wenn du ein gutes Produkt hast. Da passiert das meiste, da geben die Leute, die, also du musst deswegen deine Community perfekt darauf vorbereiten. 15. September geht's los, Leute. Macht eure Konten bereit, zückt die Kreditkarte. Ne, dass du die Leute dahin kriegst, dass sie am 15. September deren Geld dann für dich da für ein Dankeschön ausgeben. Und dann passiert es meist so in den ersten 2 Tagen, dass du das meiste bekommst. Dann geht es so stetig langsam immer noch weiter. Und am Ende, kurz vor Schluss, ist nochmal so ein Buh. Ne? Die Leute, die es noch nicht kapiert haben, jetzt spenden wir nochmal. Das sind ja 2 Gehaltszahlungen von Beamten oder Lehrern, glaube ich. Genau. Und dann ist es quasi so. Ne, es kommt drauf an. Also wenn du sagst, ich weiß nicht, ob du bei Startnext das hinterher noch rauszögern kannst, aber dazwischen ist halt so, ne? Kannst du sagen, okay, nach 4 Wochen entweder ganz oder gar nicht, wenn wir es dann nicht geschafft haben, fertig sind wir, oder du sagst 6 Wochen Hardcore Crowdfunding. Ja. Nee, also du bist ja hier generell so, dass du einen Realisierungszeitraum angibst. Ich habe jetzt hier Herbst ab Herbst. Das heißt, ich sage auch nicht fest, jetzt habe ich hier bei den Dankeschöns, wo ich meine Presales mache, das sehe ich jetzt hier nicht, habe ich gesagt, voraussichtlich Januar 2017 oder Februar 2017. Das heißt, du gibst eine ungefähre Angabe, wann du dein Produkt fertigstellst. Natürlich kann es jetzt immer noch zu Problemen kommen, ne? Du solltest dir vorher sehr sicher sein, dass dein Produkt da bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr fertig sein kann. Also ich sage jetzt mal so, 3 Monate länger ist zwar blöd, aber ist noch okay. Aber wenn das Produkt gar nicht kommt, wäre halt blöd der Community gegenüber. Und du hast garantiert auch irgendeinen Anspruch auf dieses Produkt, wenn du dann dieses Dankeschön nimmst. Aber eine genaue Frist an sich kenne ich jetzt nicht. Ich persönlich jetzt, oder? Genau, also das Unternehmen Next steht für Swap. Das ist bei mir ein bisschen kompliziert, ich bin ja noch minderjährig. Ich bin teilgeschäftsfähig. Das heißt, ich habe einen Gerichtsbeschluss, der mich dahingehend geschäftsfähig macht auf Hinsicht von Erwerbszwecken oder so. Das ist ganz kompliziert geklärt. Ich darf nicht Geschäftsführer sein, darf aber einen Geschäftsführer vertreten. Geschäftsführer steht neben mir. Genau, er wäre dann dafür haftbar, genau. Genau. Ja. Richtig. Genau. Also wir konzentrieren uns mit der Kampagne eher, also Schüler, wie du sagst, vor allem auch ein Schüler hat nie Geld. So, ne? Und das ist das Nächste. Ja, aber das geht man ja auch lieber ins Kino, ne? Nein, also es ist wie gesagt tatsächlich eine schwierige Zielgruppe, die Schüler. Deswegen konzentrieren wir uns vorwiegend auf Lehrer und Eltern und versuchen dann quasi den Schüler so zu überzeugen, dass er seinen Elternteil überzeugt und dann zückt Papa die Kreditkarte.
Das ist tatsächlich ein bisschen blöd beim Crowdfunding. Und da finde ich, gibt es auch noch Verbesserungsbedarf. Es ist nicht so leicht gespendet, wie du sagst, Geld gegeben, wie du sagst. Spenden ist da nicht das richtige Wort, das benutze ich die ganze Zeit. Weil du halt dieses Hindernis hast. Das heißt, es muss irgendwer 18, also über 18 sein, der dann PayPal hat, Sofortüberweisung oder sonst irgendetwas. Genau, deswegen möchten wir da hauptsächlich Eltern und Lehrer ansprechen. Ja, klar, stimmt. Entschuldigung. Hä, sicher? Weil ich hatte letztens, aber es kann sein, okay. Genau, Sofortüberweisung geht auch. Richtig. Genau. Also. Richtig. Genau. Ja, also da ist tatsächlich trotzdem, der Schüler denkt sich auch so oft, die haben noch nicht so krass Erfahrung, also ich kenne es aus meinem Freundeskreis, die kaufen auf Amazon so, da ist alles einfach, da hat man einmal die Daten eingegeben und sowas ist dann wieder ein Hindernis für die Leute. Und das, der nächste Punkt ist tatsächlich das Geldmanagement beim Schüler. Ja genau, also beim Schüler ist halt tatsächlich Geld so das Problem. Sonst noch was? Ja, das wäre einfach, ne? Magst du eben erklären, warum du dich für eine Crowdfunding-Kampagne entschieden hast und nicht jetzt irgendwie einfach Investoren abgeklappert hast? Ja, also, warum habe ich das genau? Das ist eine gute Frage. Warum habe ich das getan? Nein, es war bei mir tatsächlich so, Investoren, also ich bin sehr jung gewesen, als ich damit alles angefangen habe. Kredit fällt ja schon mal weg, 17, also damals 15, 16 war ich gerade. Warum bin ich nicht zu Investoren gegangen? Weil ich eigentlich dieses Produkt gerne von den Leuten finanziert hätte, die es dann tatsächlich auch nutzen können. Das heißt, ich möchte jetzt hier kein Geld von irgendeinem Menschen, der mir ständig im Nacken sitzt und der sagt, so soll das Produkt am Ende aussehen, sondern ich möchte das Produkt auch ein Stück weit mit der Crowd entwickeln. Es ist ja ein Produkt, Schulen, Digitalisierung geht uns alle was an. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier sage, ich verkaufe dieses Produkt, dann kauft diese Schule das und es ist genau das Produkt. Sondern sagt mir dann die Schule, ey yo, ich fände es cool, wenn jetzt noch irgendwie hier was drin ist, was vielleicht mein Matheunterricht leichter macht. Kann ich das am ehesten realisieren, als wenn ich einen Investor hinten drin habe, dem ich dann wieder erklären muss, warum das jetzt gut ist, warum das so und so irgendwelche Rückzahlungen ermöglichen könnte. Und deswegen habe ich hier das Crowdfunding gewählt, weil ich die Crowd also mit einschließen wollte, mit einbinden wollte in die Entwicklung des Produktes. Super Argument. Genau. Ja gut, dann haben wir es, ne? Vielen Dank.